herzlich willkommen auf dem Kanal Islam Spielewelt. Wir sind gerade in der Türkei. Ja, in der Türkei. Aber in, also in so einem, ja, Mersin. Und wir sind hier in so einem Einkaufszentrum. Aber ist ziemlich groß. Ja. Erstmal sitzen wir hier draußen, und, dann ein Bereich, ich, der drinnen und ein Bereich, der draußen ist. Und ich hab eben gerade so ein, also ein Sand, also es ist Sand. Sandfiguren. Ja, Sandfiguren, das ist aus Sand und das ist so Steinsand. Und daraus haben die Menschen gemacht, also so Figuren. Gucken? Ja, ne? Die haben da so welche Figuren gemacht, die sind groß. Okay, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Da sind Sandfiguren. Okay, lass uns mal gucken. Ich darf nicht laufen, Mama. Ja, klar. Ja, zeig mal. Das ist Sandstein. Daraus haben die riesen Menschen. Doch... Lass das nicht in die Hand nehmen. Leg das mal wieder zurück. Und der ist voll weiß. Leg mal wieder zurück. Und? Das ist eine Figur. Das ist eine Figur, aber der hat einen Schwanz. Lies mal, was hier steht, wer das ist. Hm? Da. Nach dem Zimmer steht da. Genau. Das ist ein Häuser, der über den man so Geschichten erzählt und so. Der macht auf Deutsch, heißt das Kudan. Der macht Kudan, oder? Nein, nicht solch ein Hodja. Also nicht so ein Hodja. Nein. Mal gucken, wie das... Vorne ist, er sitzt, glaube ich, Dings, auf der falschen Seite des Esels. Das ist auf der falschen Seite. Das ist ein Pferd. Das ist ein Esel. Oder soll eigentlich ein Esel sein. Das ist ein Esel, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das bauen können. Ja, das ist halt Kunst. Wollen wir mal gucken, was es noch gibt? Guck mal, das ist so stark. Ja, wollen wir mal gucken, was es noch gibt? Isila Oha sagt man nicht. Ja, ich will die Gummischen. Das ist Muscheln, das soll ein Muscheln sein. Ah, die kenne ich, die gibt es auch bei so einem Fernseher, habe ich gesehen, das brechen die, das sind welche Menschen, die haben so Stäbe in der Hand und spielen da so. Kind zu Kind, das sind zwei Kinder und spielen dann so. Getränkt. Das sind die beiden. Die sehen genauso aus. Das ist ein Trommler. Der trommelt. Aber das ist doch wie beim Kinder oder beim Dünn, ne? Ja. Was ist das, Papa? Da liegt der drin, ne? Er hat doch eine Decke da. Sieht man doch. Oder wie? Muss er das trinken? Leopatra, aber das ist eine Frau. Papa, soll ich mal nur dieses hier lesen, vorlesen, Papa? Papa, soll ich mal nur dieses, außer dieses hier, nur dieses vorlesen? Ja, mach mal. Cleopatra Antik, ne? Bitte? Misserin. In Son. Hellenistik. Kraliçesidir. Ha? Kraliçesidir. Kraliçesidir. Okay. Türkisch. Die Worte kann ich nicht mehr so gut sprechen. Ich kann gut Türkisch, aber das lerne ich zurzeit immer. Papa, wir sprechen immer zu Hause immer nur Türkisch. In der Türkei wird immer nur Türkisch gesprochen. In Deutschland sprechen wir auch meistens immer nur Türkisch. Zu Hause, oder? Zu Hause. Damit wir Türkisch nicht verlieren, ne? Eine kurze Hosenkleid. Oh, ich liebe das. Ich will das mit nach Hause mitnehmen. Das nimmst du mit zum Geburtstag. Das passt aber nicht in deinen Koffer. Doch, das nehme ich mit zu meinem Koffer. Aber dann geht das kaputt. Wollen wir da hinten gucken, was da noch ist? Ja, ich laufe wieder. Forum Mersin steht da. Forum Mersin. Mersin ist diese Stadt. Ja. So heißt die Stadt. Oh, das ist cool. Guck mal. Das ist mit einer Schlange. Eine Meerjungfrau. Das ist keine Meerjungfrau, oder? Das ist eine Meerjungfrau. Aber die hat echt dicke Haare, muss ich ehrlich sagen.
Guck mal, Leute, die hat voll lange Haare. Geil, ist nicht schlimm. Guck mal, die kann im Wasser leben, weil sie sieht wie eine Meerjungfrau aus. Ja. Und die hat sowas von lange Haare. Ach, das kann ich doch selber bauen. Das ist doch Baby einfach. Na, sag das nicht. Ja, okay, aber solche kleinen Bürgen kann jedes Kind bauen. Ne, aber nicht so gut, sondern so kleine Bürge. Bürge? Dann mach. Nee, wie Burge? Burge. Mach mal. Kann ich mal da reinpassen? Nein. Lieber nicht. Schmeckt's? Mhm. Hm. Was siehst du denn? Soft Eis. Wo sind wir denn jetzt? Madison? Ja. Haben wir schon gesagt. Haben wir schon alles gesagt. Schneller auf. Das war kalt, aber. Wir waren eben gerade in so einem Laden. Ich hab diese Kutte gesehen. Mein Kind ist im Wasser runtergefallen. Das war aber ein cooles Bild. Wir waren überall jetzt. Wo waren wir denn alles? Wir waren bei Elsie bei Kiki, aber zwei, es gibt einmal eine Kinder, aber die wohnen einmal da und einmal da. Da muss man so ein Stückchen gehen, Kinder und Erwachsene. Also bei Elsie bei Kiki waren wir. Dann waren wir bei, also mein Bruder war bei Adidas. Wir aber nicht. Wo waren wir noch? Oh, Opa und mein Papa waren bei Foto, ne? Da hat er ein Foto gemacht. Und wo waren wir noch? Ha? Da, ja, Eis haben wir. Okay. Und wir waren bei den Figuren. Fünf Sachen und jetzt gehen wir nach Hause. Ja. Und jetzt gehen wir gleich zum Schwimmen. Es ist jetzt 4 Uhr. Also, ich und Papa gehen gleich schwimmen und Papa wird. Und dann darf ich gleich zu Hause auf Papas Schulter. Aber Papa, du bist mir aber wirklich. Na? Du hast ja Ja gesagt. Sprich auf. Sonnenbrille aufsetzen zur Sonne. Wollen wir mal runter gucken? Aber hier ist es so heiß. Nicht so heiß. Hier auf der Seite. Guck mal, wenn man so. Guck mal, soll ich mal ziehen? 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, 34. 1, 2. Was wolltest du mit mir spielen? Wir haben jetzt gerade unseren Einkauf beendet. Wir fahren jetzt nach Hause. Und wir wollten jetzt mit Isila. Isila muss auf Toilette, glaube ich. Kann das sein? Sicher? Ich muss nicht. Xing Shang Chong. Ey, du wirst dich eh gewinnen, das weiß ich. Na, das wusste ich. Das wusste ich. Okay. Ich bin zu Hause weiter. Ist das kalt? Tokusauce! Ei, Isila, die Kette. Geh nicht! So kalt? Ja, schlimmer was, ja. Ich glaube, du musst so entlang gehen. Hä? Aber das ist ein bisschen sauber.
kommt die Welle. Nein, das Wasser ist nicht zu kalt. Jetzt haben wir den Tag geschafft, ja, und sitzen hier mit Isila und chillen ein wenig. Und wie man sieht, haben wir schon ziemlich, ja, es ist dunkel und unten den Pool sieht man leider jetzt nicht, der ist noch nicht beleuchtet. Aber was haben wir denn heute alles so gemacht, Isila? Wir waren am Strand, also am Meer, aber und ich war mit Papa. Eins nach dem anderen. Wir waren am Strand, dann waren wir am Pool. Dann bin ich einmal gerutscht, einmal von der schwarz-blau-weißen und einmal von der Halle, das heißt auf Türkisch Halle. Und dann bin ich dann so Teppich. Gerutscht. Von der Teppichrutsche. Ja, gerutscht. Ich wollte so gerade rutschen. Ich bin aber gedreht beim Rutschen. Ich bin so gedreht, bin dann aber so gerutscht. Mit dem Rücken. Ja, dann habe ich so richtig. Wir nehmen mal die nächsten Tage mal auf die Rutschen und probieren die Rutschen mal aus und zeigen den Leuten allen mal, wie cool die Rutschen sind. Aber die gelbe können wir nicht rutschen, weil das andere Pool. Also es ist hier ein Pool und noch ein Pool und der andere Pool ist noch größer als dem anderen. Und der ist noch nicht voll. Und der dauert noch ein bisschen, bis er noch voll ist. Ja. Deswegen können wir noch nicht von der gelben rutschen, leider. Okay, aber wir zeigen dann, wenn es dann soweit ist, vielleicht zeigen morgen. Wir alle Rutschen. Ja, glaube ich, morgen nicht. Morgen sind wir ja nicht hier, wir sind ja morgen in der Stadt. In Adana sind wir morgen. Adana, ja. Aber übermorgen können wir ja dann zeigen, wie die Rutschen funktionieren. So, und wir sitzen hier ja so ein bisschen leicht bekleidet mit meiner Tochter, mit Isila. Aber ich habe mir ein leichtes Kleid angezogen. Ja, und wir haben es hier jetzt 21 Uhr. Und, 21 Grad. Ja, das kommt auch hin. Also wir haben 21 Uhr und ich denke so 20 Grad haben wir noch. Also es lässt sich hier super angenehm noch um dieses Wetter hier bei diesem Wetter noch so draußen sitzen. Papa? Ja. 20 Grad ist zu kalt, auf jeden Fall. Immer wenn wir draußen frühstücken, haben wir jetzt da gefrühstückt, weil es hier zu windig ist. Na ja gut, und deswegen frühstücken wir hier nicht auf der Terrasse. Also wir haben einen Ballon. Was für ein Ballon? Was für ein Ballon? Balkon, kein Ballon. Balkonballon, ey. Ja, du redest zu schnell, das ist das Problem. Aber Ballon. Ja. Dein Mundwerk ist schneller als dein Gehirn. Ja. Du machst blablabla bla bla und dein Gehirn kommt nicht hinterher. Keiner kann mich verstehen. Ja. Muss halt ein bisschen leiser und nicht leiser. Langsam. Wir vermischen gerade alle Wörter. Ja. Okay. Wie in der Schule. Lass uns mal das Video jetzt beenden. Ja.
Und was willst du deinen Zuschauern alles denn sagen, immer am Ende eines Videos? Lasst mir einen Daumen nach oben, liked mich, schreibt mir in die Kommentare. Darüber werde ich mich sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.